das einfach mal, klar. Mhm. Aber Kindertag ist doch am 1. Juni, oder? Ja, ja, ja. Ist doch mein Geburtstag, deswegen. Ja, so, okay. Ist nicht, dass sie das ändern. Ja, ich hatte gerade gedacht, welch Spartag. Weil wir in der Schule nicht auch immer Ende Oktober die Sparkasse in die Schule gekommen und haben Geld eingesammelt von den Kindern und dann hat man so kleine in so selbstgefeilten ja. Und dann zusammengesteckten, die immer aufgegangen sind. Ja, dann haben wir mal so kleine Geschenke bekommen, einfach nur um. Ah, nee, das sind so die Selbstgefeilten. Ja, 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 das habe ich verwechselt. Das ist so sensibilisiert fürs Sparen. Also wir hatten es früher in der Schule. Hattet ihr das nicht? Ja, ich hatte das auch, aber Weltspartag? Doch, der Weltspartag, die kamen zum Weltspartag und der war Ende Oktober. Bin mir ganz sicher. Ich habe mich gerade gefragt, Weltspartag bedeutet ja China, Afrika, Südamerika. Ja, überall, nicht nur in unserer kleinen Welt. Ja. Ja. Okay, wir könnten jetzt Bulli um eine Meinung bitten, damit wir was ausschließen können. Ja, ja, also ich würde, ich tendierte tatsächlich zum Weltbuchtag. Zum Weltbuchtag? Aber es war nur mein Gefühl, was mich selten täuscht. Also der Welttag des Buches, den können wir damit schon mal rausnehmen, ist der 23. April. Okay. Ja? Ja. Sozusagen. Ja, alle Tische. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ob es Waringham oder Waringham heißt, da möchte ich mich nicht festlegen. Aber ich weiß es einfach nicht. Rebecca Gablé ist richtig. Ja? Oh, ja? Danke. Das ist schon super. Danke. Das heißt ja noch nicht, dass er recht hat. Also, nein, ja, aber ihm hat er immerhin verloren. Aber Sie sind sich nicht so sicher gewesen, oder? Ich bin mir sicher, dass es Jojo Moyes nicht ist. Weil ich von der ganz viele Bücher gelesen habe und auch den Klappentext. Und ich glaube, das hätte da wahrscheinlich... Ich kenne keine von den dreien. Ich muss allerdings lachen, weil ich mal denke, wie kommt Ingrid Krane-Mischen darauf auf Rebecca Gablé? Also wie kommt... Wie denkt naja, weil es eine englische ich Saga, unbedingt Rebecca Gablé Historienroman ist. Ah, ist das so? Sowas kenne ich natürlich nicht. Dann klingt das gleich mal so international. Nein, das verstehe ich, aber da kann man sich mal was Seriöseres ausdenken. Es ist ein Historienroman, das heißt, du kennst die Bücher auch. Also eine ganze Serie. Okay, eine Saga. Saga, ja, ich bin nicht so fit drin. Okay, richtig ist C, Rebecca Gablé.